Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files 2. Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, weil ich nämlich zwischenzeitlich nochmal eben weg war, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Wir wollten auf jeden Fall die Enten anlocken. Daran kann ich mich erinnern. Ach genau, und mit dem Kaugummi wollten wir dann die Sache bei der Polizistin machen, genau. Also, wir probieren erstmal zu tröten. Kann man auf Nina anwenden? Es scheint sich nichts und niemand von dieser Tröte angelockt zu fühlen. Und wenn doch, dann ist er oder es vermutlich zu weit weg und hat es nicht gehört. Zu weit weg. Okay. Moment, wir haben die Enten hier an der Brücke. Ach, wir sind ja auch hier oben. Ach so, oh, Moment. Also an der Brücke haben die wir getrötet. Was ist denn, wenn wir jetzt zum Metro gehen? Passiert nichts. Wenn ich die Enten anlocken will, dann sollte ich das in der Nähe einer Wasserfläche tun. Ja, ist ja okay. Wobei, ah ne, hier ist ja die Brücke, aber die sind noch hier, ja. In der Nähe von der Wasserfläche. Das heißt, im Park wahrscheinlich. Aber das ist so weit weg. Ich weiß nicht, ob die das hören. Obwohl, sie geht da extra so hin. Und da kommen sie. Aber jetzt von der Logik her. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Ich stelle mich hier hin. Gut, da ist keine Wasserfläche in der Nähe. Ich stelle mich hier hin. Kilometer weit von der Brücke entfernt. Und trotzdem kann ich die hier hinloggen. Das ist doch irgendwie unlogisch. Aber gut, da müssten die ja theoretisch auch zum Zoo kommen. Die Frage ist jetzt nur, hier ist jetzt keine Wasserfläche. Kommen die nach hier oder müssen wir woanders hin? Einzige Wasserfläche ist beim Passiert nichts, Krokodil, wenn ich ne? die Enten anlocke. Ja, ich weiß. Also hier wäre noch eine Wasserfläche. Ist nur die Frage, ob die hier hinkommen würden. Ich meine, mit dem Krokodil, ich weiß es nicht. Also, oder da hinten. Naja, gut, das wäre. Und da kommen sie. Oh, perfekt. Kann man das eigentlich wieder ausmachen hier? Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das Krokodil derzeit hauptsächlich auf die vom Schiffsmotor ausgehenden Vibrationen konzentriert. Na gut, na gut. Aber dann können wir mit dem Typen wenigstens sprechen, nehme ich mal an. Hallo. Hallo. Könnte ich wohl eines der Baguette haben? Zum Entenfüttern? Ja, natürlich. Die sind inzwischen da. Klar, dann nehmen Sie sich eins. Sehr Schönen schön. Tag noch. Danke, gleichfalls. Vielen Dank, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell wieder zurück zum Park und versuchen dem das Baguette unterzuschieben, sozusagen, damit er seinen Alkohol hier vergisst. Wobei, trockenes Brot, ich weiß nicht, ob er da so Lust drauf hat, aber wir versuchen es trotzdem. Ich meine, da hat er Ich gesagt, hätte er hat hier nichts zu etwas essen. feste Nahrung für Sie. Feste Nahrung ist gut. Das Ding ist ja steinhart. Okay, es ist nicht mehr ganz frisch, aber. Keine Sorge, ich bin nicht wählerisch. Aber ich habe kaum noch Zähne. Und da dürfte es mir ein wenig schwerfallen, Pflastersteine zu kauen. Sehe ich ein. Vielleicht finde ich ja noch eine andere Lösung, um Ihren Hunger zu stillen. Ernsthaft, Nina, ernsthaft. Ich gehe dann mal wieder. Können wir das Baguette nicht einfach mit Wasser ein bisschen aufweichen oder so? Wir haben doch hier einen Brunnen. Muss ja nicht unbedingt dieses Kloakenwasser von dem Krokodil sein. Oh, waren die Pusteblumen vorher auch schon da? Die habe ich gar nicht bemerkt. Richtig geil.
Funktioniert das? Das Wasser ist schon ziemlich abgestanden und würde den Genussfaktor des Baguettes vermutlich nicht unbedingt in exorbitante Höhen treiben. Wo haben wir sauberes Wasser? Auf der Brücke vielleicht? Aber da kommen wir nicht ran, ne? Ich meine, wir können es mal probieren, aber ich denke mal nicht, dass wir da rankommen. Ja, das will er auch nicht. Hier haben wir kein Wasser auf dem Friedhof. Im Gefängnis haben wir auch kein Waschbecken und nichts. Im Park war ich gerade. Im Zoo. Moment, im Zoo? Da wären die Milchkannen. Die das macht? Ein bisschen matschig, aber das ist vielleicht immer noch besser als steinhart. Okay. Ja, perfekt. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Park. Na komm, Nina. Jogg mal ein bisschen in der Gegend rum hier. So, nein. Hallo? Geht's noch? Ich will das Baguette doch nur aufnehmen, Mensch. So, Versuch Nummer 2. Ich habe hier die optimale Mahlzeit für Sie. Ist zwar kein 5-Gänge-Menü, aber halbwegs gesund. Und es macht satt. Ja, das sieht in der Tat sehr gut aus. Und ich kann sogar meine wenigen Zähne schonen. Vielen Dank. Sie haben das Herz wirklich am rechten Fleck. Ist doch selbstverständlich. Ich helfe gern. Jetzt, wo Sie was zu essen haben, wollen Sie das nicht zum Anlass nehmen, mit dem Alkohol aufzuhören? Probieren kann ich's ja mal. Ich nehme die Flasche mal mit. Fragen Sie morgen einfach den Zoowärter. Der hat bestimmt ein bisschen was für Sie übrig. Meistens ist es wichtiger, dass es den Tieren gut geht. Der Mensch spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Aber ich werde es versuchen. Ja, gut. Ich sag mal, dem Zoowärter werden vielleicht die Tiere mehr am Herzen liegen, aber... Ich gehe dann mal wieder. Er hat doch bestimmt auch ein Herz für... Können wir die nicht auch noch mitnehmen? Hab schon eine genommen. Das reicht. Ja, okay. Also nur die zum Besaufen sozusagen. Dann machen wir uns mal auf ins Gefängnis. Können wir die jetzt schon trinken? Ich könnte vermutlich relativ leicht einen volltrunkenen Zustand simulieren. Allerdings müsste ich vorher sicher gehen, dass ich auch in die richtige der beiden Ausnüchterungszellen gesperrt werde. Ja, ist okay. Frage ist, kann ich das direkt reinmachen oder muss ich das vorher kauen? So, jetzt dürfte man da nicht mehr so leicht reinkommen. Ja, also die heutigen Kaugummis, die sind sehr modern. Die braucht man nicht mehr zu kauen, die kann man einfach so irgendwo reinquetschen. Das ist super. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Genau, trink dir mal ordentlich einen, Nina. Mit der richtig schön alkoholisiert ist. Das Zeug ist widerlich. Ich habe es wieder in die Flasche gespuckt. Ist auch besser so. Schließlich brauche ich auch weiterhin einen klaren Kopf. Aber den ekligen Geschmack werde ich jetzt bestimmt die ganze Zeit im Mund haben. Okay, dann nochmal ab zur Polizistin. Wenn ich in die Ausnüchterungszelle mit dem blauen Stein will, dann dürfte jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einsatz meiner schauspielerischen Fähigkeiten sein. Hallöchen, du schicke Schnitte. Ich bin Hacke Dicht und will in der Ich will in der Zelle. Ach ja? Dann hauchen Sie mich mal an. Oh, das stinkt ja nach ganz billigem Fusel. Aber einen wirklich betrunkenen Eindruck machen Sie nicht auf mich. Wir sollten mal einen Bluttest machen. Wenn's sein muss. Setzen Sie sich bitte dort auf den Stuhl. So, dann wollen wir mal ein bisschen Blut abnehmen. Das wird jetzt ganz kurz pieksen. So, das war's schon. Nicht schon wieder. Das wird wohl mein Mann sein. Alle 20 Minuten ruft er mich an, um zu kontrollieren, ob ich wirklich arbeite oder nicht doch fremdgehe. Als ob eine Frau mit meinem Aussehen noch einen anderen finden würde. Bitte warten Sie hier kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay, können wir jetzt die Spritze klauen, oder was?
Ich sollte mir schnell was einfallen lassen, sonst fliegt mein Schwindel auf. Ich habe reichlich Blut im Körper. Da brauche ich nicht noch welches durch die Gegend zu tragen. Moment. Schnapsflasche mit der Spritze? Ich werde mein Blut mal mit etwas Alkohol verdünnen. Das sollte hoffentlich sicherstellen, dass ich auf jeden Fall in die Ausnüchterungszelle muss. Dachte, er hat hier so 50 Promille oder sowas da drin. So, dann können wir ja endlich weitermachen. Ich werde die Blutprobe jetzt kurz ins Analysegerät stecken. Sie haben 3,7 Promille. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie überhaupt sprechen oder gerade sitzen können. Oder warum Sie überhaupt noch leben. Aber wenn es jemand verdient hat, in eine Ausnüchterungszelle zu kommen, dann sind definitiv Sie das. Kommen Sie bitte mit. Okay, das geht ja noch. Ich dachte jetzt, das wäre noch übertrieben mehr. Nanu, der Schlüssel geht nicht ins Schloss. Scheint irgendwie verstopft zu sein. Aber wir haben ja zum Glück nicht nur eine Ausnüchterungszelle. Geben Sie mir bitte noch Ihre Sachen. Ich bewahre sie während Ihres Aufenthalts für Sie auf. Okay, wir haben... Da scheint noch eine Zelle nebenan zu sein. Eine sehr musikalische Zelle. Hallo, Sie spielen wirklich sehr gut. Vielen Dank. Ich habe auch viel Zeit zum Üben. Oh, seit wann sitzen Sie denn hier ein? Keine Ahnung. Ist der Krieg schon vorbei? Ach du Scheiße. Ja, Napoleon wurde auch bereits nach Elba verbannt. Und, was haben Sie verbrochen? Oh, da war so einiges, was man mir vorgeworfen hat. Aber eigentlich bin ich völlig unschuldig. Ja, davon gehe ich aus. Das war's, mehr sagt er nicht. Den kriege ich nicht einfach so aus der Wand. Das dachte ich mir schon, aber ich habe aber gar keine Sachen dabei, scheiße. Oh nee, das ist doch... Ist hier denn irgendwas Spitzes? Können wir den Stuhl... Im Stehen kann ich deutlich besser nachdenken. Du sollst ja auch den Stuhl nehmen. So müde kann ich gar nicht sein, dass ich mich da drauflegen würde. 2 urgemütliche Pritschen. Zumindest scheinen es die ganzen Maden, Asseln und Käfer urgemütlich zu finden. Free Willy. Genau. Ach, da ist ein Löffel drunter. Okay. Dann... Sie werden auch nicht etwa versuchen, aus der Zelle auszubrechen, oder? Ich? Nein, so etwas würde ich doch nie tun. Gut, dann will ich mal hoffen, dass ich in Zukunft kein Kratzen und Schaben mehr hören werde. Wand? Dahinter befindet sich mein Zellennachbar. Kann man mit dem reden? Hallo? Sind Sie da? Ja, Sie haben Glück, dass Sie mich noch erwischen. Ich wollte gerade einkaufen gehen. Ja, das ist doch toll, dass wir so ein Glück haben. Könnten Sie mir eventuell einen Gefallen tun und noch mal ein bisschen Mundharmonika spielen? Wollen Sie etwa meine musikalische Höchstleistung dazu benutzen, ungestört an Ihrer Wand rumzukratzen? Nein. Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Na prima. Da habe ich endlich mal etwas Gesellschaft und schon will sich diese wieder vom Acker machen. Tut mir leid, aber ich habe wirklich wichtige Sachen zu erledigen. Schon gut. Aber machen Sie mir wenigstens vorher noch eine kleine Freude. Und lösen Sie ein Rätsel. Sie müssen wissen, Rätsel sind mein Lieblingshobby. Muss das sein? Ja. Na gut, dann schießen Sie mal los. Ich denke an eine dreistellige Zahl. Sie müssen erraten, an welche. Keine Sorge, ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal, wie lange Sie suchen. Sie werden die Lösung nicht finden. Die zweite Ziffer ist ganz einfach. Sie halten sie gefangen.
In Frage kommen nur ungerade Ziffern, die größer als 1 sind. Und schließlich die letzte Ziffer, welche definitiv gerade und ebenfalls in ihrer Zelle zu finden ist. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Aber sonst geht's prima, oder? Ja, danke. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie glauben, die Antwort zu wissen. Also, eine Zahl bis 5 in der Zelle umschauen. So spontan würde ich sagen, entweder 2 für 2 Betten oder 1, 2, 3, 4, 5 Möbelstücke, weil ich rechne das Poster jetzt mal nicht als Möbelstück dazu. Was war das zweite? Gefangen halten, genau. Sie halten sie gefangen. Eins halten sie gefangen, zwei halten sie gefangen. Also entweder eine Person hält sie gefangen. Zwei, drei halten sie gefangen, vier halten sie gefangen, fünf halten sie gefangen. Fünf Finger vielleicht noch. Sechs halten sie gefangen, sieben halten sie gefangen, acht halten sie gefangen, neun halten sie gefangen. Also 9 mit viel, viel, viel Fantasie würde ich jetzt auch noch sagen. Also was habe ich gesagt? 1, 2 oder 9. Das heißt, das erste könnte 2 oder 5 sein. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antworten auf Ihr Rätsel. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Das Rätsel war, schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal, wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Wie lautet die erste Ziffer? Ja, 2 oder 5. Sagen wir mal 5. 5. Und wie lautet die zweite Ziffer? Das Rätsel war ganz einfach. Sie halten sie gefangen. Dann ist 5 richtig? Ach so, eine ungerade Zahl. Ah, das hatte ich nicht mal im Kopf. Dann fallen 3. 3 und 5 würde ich sagen, raus. 7 könnte was mit den Dämonen zu tun haben. 9, das waren die 9 Pforten, oder? Ich habe keine Ahnung. Also 3 und 5 schließe ich mal kategorisch aus. Ich probiere es mal mit 9. 9. Und jetzt noch die letzte Ziffer. Des Rätsels Lösung ließ sich ebenfalls in Ihrer Zelle finden. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Ließ sich ebenfalls hier finden. Also würde ich mal sagen, weil 2, 4, 8. Na gut, 8, ja, 2 Beine könnte vielleicht noch sein. 4 Beine könnten es dann eigentlich auch sein, streng genommen. Aber da der ja gesagt hat, lässt sich in der Zelle finden, würde ich 6 sagen. So nach dem Motto 6 und nackter Mann. Ich habe keine Ahnung. Es könnten natürlich auch die Beine sein. Also 8 würde ich auf jeden Fall kategorisch schon mal ausschließen. Ich sag 6. Mal 6. Wow, ich bin begeistert. Echt jetzt? Nur schade, dass ich Ihre Gesellschaft dann vermutlich nicht mehr allzu lange genießen darf. Dafür können Sie sich meines ewigen Dankes sicher sein. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach so, ich muss ja noch... Ich dachte, die macht das automatisch. Es wäre schön, wenn du mal ein Stück zur Seite geben würdest, Nina, damit ich hier was sehe. Boah, ernsthaft jetzt? Ruhe da hinten! Das Gejaule hält ja kein Mensch auf! Wenn du von Kunst null Ahnung hast, wird einfach Polizist im Knast. Ich hab den Stein. Jetzt muss ich hier nur wieder raus. Frage ist nur wie, ne? Kann jeder klopfen? Was ist los? Ich bin wieder nüchtern. Was? Kann nicht sein. Sie hatten doch eben noch 3,7 Promille. Da muss wohl bei der Blutprobe was schiefgelaufen sein. Entweder stimmte die Messung nicht oder die Probe wurde manipuliert. Manipuliert? Von wem?
Keine Ahnung, ich verlange auf jeden Fall eine B-Probe. Und sollte selbst die positiv sein, wird mein Anwalt Sie auf Verfahrensfehler verklagen. Verfahrensfehler? Ja, außer Ihnen kann niemand bestätigen, ob die Blutabnahme unter korrekten Bedingungen abgelaufen ist oder nicht. Es war ja noch nicht mal ein Arzt anwesend und Sie hätten mir gar kein Blut abnehmen dürfen. Was? Also entweder Sie lassen mich hier ganz schnell raus oder ich überziehe Sie mit so vielen Klagen, dass Sie Ihren Laden hier dicht machen können. Dicht machen? Das ist eine Polizeistation. Nicht mehr lange. Seitdem die Leute Radrennen und Leichtathletik sehen, hält sich hier jeder für einen Experten in Sachen Blutproben. Kommen Sie raus und lassen Sie sich hier ja nicht wieder blicken. Ach ja, und vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Können jetzt einfach irgendwo anders hingehen, ja? Okay. Das heißt, was haben wir denn da bekommen? Blauer Stein, also steht nicht drin. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir direkt schon mal. Nee, war das hier? Schwarzer König. Den kann ich aber zumindest schon mal einordnen. Einer der Steine aus dem Mosaik mit einem stilisierten schwarzen König drauf. Da weiß ich sogar noch auswendig, hoffe ich zumindest, wo der gewesen ist. Weil da war doch dieser Spruch, wie war das nochmal? Der hat sich Gedanken gemacht um das, was aufgetürmt wurde oder sowas. Und ganz oben links auf jeden Fall habe ich da die ganze Zeit drauf gezeigt, dass da sein Konkurrent ist. Also machen wir da jetzt den schwarzen König hin. Da habe ich nämlich das Teil extra weggemacht. Nur beim Rest bin ich mir halt, wie gesagt, nicht so sicher. Schwarzer Turm. Aber in der Metro soll auch noch einer sein, wenn ich das hier richtig sehe. Es kann dann eigentlich doch einfach nur hier oben sein, oder? Entsprechend würde ich jetzt mal vermuten, müsste das eigentlich beim Brunnen sein. Aber den habe ich jetzt schon ein paar Mal angemacht. Und es hat nicht funktioniert. Andererseits habe ich ja überlegt, ob wir eventuell... Moment, da gehe ich jetzt nochmal kurz gucken. Ob wir eventuell im Park den Brunnen hier irgendwie verstopfen können. Da hatten wir doch den Schnuller. Den können wir gar nicht reinmachen. Tennisball auch nicht. Kaputter Ball. Oh ja. Dieser kaputte Fußball ist ein perfekter Wasserbehälter. Ach so. Das war jetzt nicht meine Ambition. Aber okay, das können wir auch mal probieren. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit hin und her laufen muss. Da machen wir Wasser in den Brunnen rein. Sie hat ja immer davon gesprochen, dass da kein Wasser drin ist. Mit dieser Methode den ganzen Brunnen füllen? Na, das kann ja heiter werden. Da muss ich bestimmt noch ein paar Mal laufen. Macht sie das automatisch? Ah, okay. So, das sollte reichen. Ja, cool. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich muss das wirklich immer machen. Dann probieren wir das nochmal mit dem Schaltkasten. Ich schalte den Brunnen mal an. Aha. Der Wasserstrahl geht nicht bis zur Decke. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Ach, die will mit dem Brunnen... Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ja, aber wie können wir das... Den Schnuller habe ich hier schon mal probiert. Da hat sie irgendwie gesagt, sie will das noch nicht machen. So, eine der Öffnungen wurde erfolgreich verstopft. Eine? Muss man mehrere verstopfen? Das geht nicht mit dem Brunnen. Das auch nicht. Das Wasser würde durch die vielen kleinen Löcher ganz schnell wieder auslaufen. Ja, ja, das hatte ich auch schon mal probiert, stimmt. Schon beeindruckend, wie sich die... Ja, ist ja gut. Ich will hier... die Kerze passt ja wohl nicht da rein, oder? Oder doch?
Ich werde mal versuchen, mit der Kerze eine der Öffnungen zu verstopfen, aus denen normalerweise das Wasser kommt. Hat funktioniert. Ich konnte sogar gleich zwei der Öffnungen verstopfen. Ja, die Frage ist, muss ich da noch mehr machen? Das nicht. Mit der Flasche vielleicht auch nicht. Ja gut, mit dem Löffel wird es wahrscheinlich eher weniger. Aber mit einem kaputten Ball könnte man vielleicht noch. Nee, will sie auch nicht. Dann probieren wir das nochmal. Mal gucken, was sie sagt. Vielleicht fehlt uns ja auch noch ein Teil. Weil das ich schalte den Brunnen mal an. Oh nee, anscheinend war es doch nur Fall. Juhu, es funktioniert. Der Wasserstrahl hat die bereits brüchige Farbe von der Decke gespült. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Und ich dachte, da kommt jetzt ein neuer Hinweis. Da ist wieder ein blauer Stein. Dann nehmen wir doch mal wieder den Regenschirm, würde ich sagen. Weil das sollte für sie zu hoch sein. Das ist ja fast nochmal die Hälfte höher als sie. Ja, so sollte ich da rankommen. Ich muss nur aufpassen, dass mir der Stein nicht auf den Kopf fällt. Ja, oder kaputt geht, indem er auf den Boden fällt, ne? Ja, so hätte sie ihn ja auch rausholen können. Aua. Das waren ihre Füße, glaube ich. Oje. Puh, das war knapp. So, weißer Springer. Einer der Steine aus dem Mosaik. Darauf ist ein stilisiertes weißes Pferd abgebildet. Okay, da müssen wir auf jeden Fall wieder zurück zum Friedhof. Das möchte ich definitiv noch eben machen in dieser Folge. Weil meine Uhrzeit sagt, wir haben eigentlich schon wieder die Grenze erreicht. So. Wir haben den weißen Springer, also ein Pferd und einen Turm. Ach so, hier kann ich mir das gar nicht durchlesen. Ah. Okay, Moment. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Vom Osten? Moment. Scheint eine alte Karte. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Hm. Also was halt komisch ist, die sprechen vom Osten. Hier ist aber kein Osten mehr, weil er müsste hier unten sein. Da wird ja sogar die Provence erwähnt. Und dann im Norden sind dieser Bauernaufstand oder was sie gesagt hat. Dann, was danach erwähnt worden ist, wird überhaupt nicht mehr hier aufgeführt vom Namen her. Scheint eine alte. Es stand nicht gut um den König. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Ach doch, Navarre ist hier. Oh, ich habe das immer überlesen, weil der Text hier unten stand. Ich bin so doof. Also von Navarre aus kam die Verstärkung, musste sich mit einem Turm auseinander, also mit Turm, mit Befestigungsanlagen. Ich nehme an, dass das ein Turm ist. Da wir jetzt hier unten aber nichts mehr haben. Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Bevor ja, ich die nicht ja, alle ja, eingesetzt habe. Geh mir doch nicht auf die Nerven. Da wir nichts mehr hier unten drunter haben, würde ich sagen, ich hätte das sonst hier unten drunter gemacht, dass wir hier die Verstärkung reinmachen.
Ich nehme mal an, dass der Springer die Verstärkung ist, weil der Turm, denke ich mal, wird die Befestigungsanlage sein. Das heißt, dass wir dementsprechend hier... Im Mosaik fehlen oft... Ja, nerv nicht. Dementsprechend hier theoretisch den Turm haben müssten. Lass mich was? Bloß nicht ausreden. Eine Brücke, die aus der Decke fährt? So ein Mechanismus in einer 350 Jahre alten Kapelle? Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, es muss von unschätzbarem Wert sein. Ich kann nur hoffen und beten, dass es sich um das geheime Archiv von Kardinal Coubertin handelt. Wow, was für ein Anblick. Latein. Für ein ganzes Archiv wird mein Schullatein kaum reichen. Ich bin ja auch noch da. Wie haben Sie das geschafft? Eine lange Geschichte. Kurz gefasst, ich war richtig gut. Ja, scheint so. Aber ich war auch nicht untätig. Ich habe ein paar Informationen erhalten, mit denen wir die gesuchten Dokumente hoffentlich relativ schnell finden. Ein paar Minuten später. Unglaublich, wie gut diese Aufzeichnungen erhalten sind. Hier haben wir schon etwas. Und die Dokumente von Puritas Cordis, die Bruder Bernard im 17. Jahrhundert an den Kardinal geschickt hat, sind auch dabei. Ich will mal kurz zusammenfassen, was ich bislang herausfinden konnte. Anscheinend kehrte Zandona völlig verändert von einer seiner Pilgerreisen aus dem gelobten Land zurück. Auf dieser Reise hatte er wohl eine Vision und war fortan wie besessen von der Idee, einen Gottesstaat zu gründen. Wie bescheiden. Ja, aber wie wir wissen, extrem überzeugend. In kleinen Dörfern trat er als Bußprediger auf, der die Sündigen vor Gottes Gericht warnte und düstere Prophezeiungen ausstieß. Die er dann ja auch notfalls selbst in die Tat umsetzte. Ein Terrorregime auf Basis der Angst vor der Apokalypse. Ja, und mit bemerkenswertem Erfolg. Seine Anhängerschaft wuchs beinahe stündlich. Besonders in den ländlicheren Gebieten kamen die Menschen in Scharen, um sich ihm anzuschließen. Hier sind auch nochmal die Vorboten der Apokalypse aufgelistet. Zuerst Pestilenz und Krankheit, als nächstes die Bestrafung der Habgierigen, dann Krieg, Erdbeben, Feuer, gefolgt von einer Sintflut. Soweit wissen wir das ja alles schon. Was soll als nächstes passieren? Die Vorboten sollen die Könige der Welt dazu bringen, sich im neuen Babel zu versammeln und Rat zu halten. Dort will Puritas Cordis sie dann auf einen Schlag vernichten, damit die Sekte, die sich für die Elite der Menschheit hält, eine neue Weltordnung erschaffen kann. Neues Babel? Was soll das? New York! Das passt auf New York! Puritas Cordis will die UN-Vollversammlung auslöschen. Wir müssen meinen Vater anrufen. Er wird untergehen. So wie all die anderen Unwürdigen mit ihm. Gottes Wille ist mit uns. Niemand kann uns aufhalten. Und ihr beiden schon gar nicht. Los, mitkommen! Laufen Sie! Schnell! Ah, Frau Kalenko. So sieht man sich wieder. Sie erinnern sich vielleicht an mich, der charmante Barkeeper auf der Calypso. Aber genug der Höflichkeiten. Hier finden Ihre Bemühungen, uns aufzuhalten, ein bedauerliches Ende. Nein! Und wieder ein Ärgernis weniger. Können wir jetzt aufbrechen? Oder wollen Sie Ihrem Kollegen folgen? Nein? In Ordnung, dann lassen Sie uns gehen. Wir werden einen kleinen Ausflug aufs Land machen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.